Ah, hallo. Liebes Joyce-Team, ich beobachte euch schon seit am Anfang und da ist total großartig, dass ihr es mit dem Knäckebowl so weit gebracht habt. Dass ihr ein Sendung kreiert habt, wo vielen Jugendlichen etwas bedeutet. Wo vielen Jugendlichen ein Lobby geht, ein Ort, ja, wo sie einfach können zurückkommen. Immer wieder. Jeden Tag. Er hat auch denen einen Platz gegeben, wo früher in Sendungen gsi sind, wo mühsam gsi sind. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber in diesen Sendungen hätte man anscheinend, also wenn man zum richtigen Zeitpunkt anrufen hätte, mehrere Geldpäckchen können. Aber über diese grausame Zeit wollen wir jetzt nicht mehr reden. Auch die haben einen Platz da gefunden. Das ist sehr schön. Und zudem haben wir mehrere Bereiche, wo die Jugend von heute anspricht. Dass ihr auch beispielsweise Leute vor 20 Minuten in Joyce reingeholt habt. Das zeigt, wie umfangreich eure Sendungen sind. Sehr gut. Und jetzt, am 30. März, feiert ihr das grosse Jubiläum. Ein Jahr ist durch und ihr habt es überstanden. Ja, das ist großartig. Ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute. Dass ihr auch weiterhin so jung, frisch bleibt. Und dass auch die ein oder andere Überraschung auch in Zukunft gibt, wo hoffentlich noch mehr Leute ansprechen wird. Also, dann wünsche ich euch wirklich alles Gute und tschüss, sag ich mal. Das ist es. Ja, jetzt ist es echt spontan, sie ein, gell, ihr wisst, was ich erzähle und jetzt habe ich es mal probiert, hoffe. Das ist gut gewesen. Man weiß es nicht so genau. Ja, jetzt.